überwinternde Weißstörche auf der Deponie Miramundo bei Medina Sidonia. Dass die Nahrungssuche im Müll auch zahlreiche Gefahren birgt, das musste dieser Storch leidvoll erfahren. Er hat sich in einer der Plastiktüten verfangen, die zu Abertausenden auf der Deponie abgelagert werden. Mit etwas Glück wird es dem Vogel vielleicht gelingen, dem lästigen Gefängnis wieder zu entkommen. Aber nicht selten verenden Störche und andere Vögel aufgrund solcher und ähnlicher Vorfälle. Wie es dem Storch letztlich erging, konnte ich nicht mehr beobachten. Im Getümmel auf der Deponie habe ich ihn aus den Augen verloren.